von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Von Kultur über Sport bis hin zu historischen Aufnahmen mit Lachgarantie haben wir diesmal wieder ein vielseitiges Programm für euch zusammengestellt. Hier nun die Highlights der Woche. Klangvoller Herbst. Der Verein Klangfarben präsentierte im QTV-Studio sein Programm für das restliche Jahr. Kicken im Sommer. Wir besuchten das Fußballcamp in Bad Hering. Klein aber oho, in Kufstein Steinalt feiern wir den Geburtstag einer Arzneiberühmtheit. Knallige Fete, Porsche Tirol lud zum fröhlichen Mitarbeiterfest. Der Verein Klangfarben ist seit nunmehr 10 Jahren eine feste Säule in der Kulturlandschaft von Kufstein. Für ihr Jubiläumsjahr haben die Verantwortlichen noch einiges in petto. Wir von Kufstein TV bekamen exklusive Einblicke in das Klangfarben-Herbstprogramm. Gleich nach der Werbung gehen wir vom QTV-Studio ins QTV-Studio. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Michael Litzko und Harald Steger vom Kulturverein Klangfarben statteten uns einen Besuch ab und hatten ihr Programm für den Herbst mit im Gepäck. Hallo, wir sind vom Klangfarben Kulturverein in Kufstein. Und wir freuen uns, euch heute das neue Herbstprogramm für unsere Konzertreihe vorstellen zu dürfen. Am 9. September haben wir die Clerk. Das ist das Bandprojekt von Clemens Rofner, Bassist von der High Five, auch Kurator vom Jazzfestival in Schwarz. Und eine Band aus Ungarn, die heißen Jü, die machen Jazzrock. Am 29. September haben wir den Elephant Man, das ist eine Supergroup aus Italien. Der Produzent ist der Steve Lyon, der Depeche Mode und The Cure macht. Und das Mastering hat ein gewisser Tom Baker übernommen, der ansonsten Marilyn Manson und Nine Inch Nails mischt. Und als Vorgruppe gibt es die Mitschis aus Kufstein. Ich glaube, das wäre ein toller Abend in der Kulturfabrik, ist es. In unserer Konzertreihe The Art of Solo haben wir am 13.10. an Ian Eaton Case. Das ist ein Double-Neck-Gitarrist aus den USA. Und der Yegor Zavilov ist ein Zugehenspieler aus Belarus, der aber jetzt in Polen lebt. Es sind nur Solisten und das ist das Sechste, wenn du als Solist das Publikum begeistern kannst. Daher
Theater auf Solo. Das vierte Event ist der Jungstötter in der Musikschule. Der Jungstötter ist ein junger deutscher Balladensänger. Rattling the freight of park benches, mistaken for angels. Die Damen werden ihn nicht vergessen. Ja, mit Sicherheit. Das nächste ist noch einmal The Art of Solo. Und zwar haben wir da die Fagell aus Schweden und die Jo Quell aus Großbritannien. Die Fagell, die war beim letzten Festival schon bei uns. Fantastische Gitarristin, Sängerin, Elektronikerin. Sehr spannendes Programm. Und die Jo Quell ist eine internationale Cellistin, die viel mit Loops spielt auch und zwischen Klassik und Metal angesiedelt ist. Also ganz spannend. Am 30. November haben wir noch die Paula Barem Boehm mit dem Christian Bakranich, seinem Trio Infernal. Wird sicher ein tolles Event in der Kulturfabrik. Und zum Abschluss gibt es am 9. Dezember noch Sund. Das ist eine Band aus Tirol, die Rock, ja, progressiv, Alternativrock machen. Es sind eigentlich alles Highlights. Es sind halt unterschiedliche Musikrichtungen, aber es sind qualitativ wirklich sensationell gute Acts. Kann ich nur empfehlen. Es ist uns gelungen, mehr oder weniger ein qualitativ recht hochwertiges Programm auf die Füße zu stellen, wo es auch wieder mal schön alles gemischt ist. Wo es natürlich dank der Unterstützung unserer Sponsoren gelungen ist, weil vorher geht es nicht. Die helfen uns da wirklich und durch das kann man also ein Programm auf die Füße stellen. Weitere Informationen zum heimischen Kulturverein findet ihr unter www.klangfarben-kufstein.com. Der FC Bad Hering ist bekannt für seine exzellente Nachwuchsarbeit. Ein bedeutsamer Teil davon ist seit 7 Jahren das Fußball-Sommercamp. Auch heuer drehte sich für die Teilnehmer wieder alles um das runde Leder. Und obendrauf bekamen die Kinder auch noch prominenten Besuch. Nächste Woche auf Kufstein TV. Bereits zum 7. Mal fand heuer das Fußball-Sommercamp des FC Bad Hering statt. Wir haben jetzt eine 4-tägige Veranstaltung mit Kindern von der U7 bis zur U14. In Summe sind wir über 50 Kinder da, wo einfach Fußball in jeglicher Art und Weise gespielt wird. Spiel, Spaß und Action, das ist die Tage und vor allem heute ein Thema. Das Camp bot wie immer eine ausgewogene Mischung aus Spaß und Trainingselementen. Grundsätzlich ist es einmal eine gute Vorbereitung für die kommende Saison, klarerweise. Die startet ja für manche Teams jetzt bereits mit diesem Wochenende. Aber in Wahrheit geht es darum, dass man einfach den Kindern was bieten, auch in den Sommerferien, damit sie auch nicht ganz weg vom Fußball kommen. Wie gesagt, eine gute Vorbereitung für den Herbst haben und dass einfach einmal raus aus dem Haus und rauf aufs Grüne. Ziele für die nächste Saison wurden bereits gesteckt, aber auch welche für die große Weltkarriere. Also ich habe auf jeden Fall ein Ziel an Tore, das waren so ungefähr 10. Meine Ziele sind Champions League-Sieger sein, Supercup-Sieger und WM-Sieger vielleicht. So Champions League-WM-Titel war schon cool. Geht schon noch, schön sauber führen den Ball. Wir sind nicht im Spitzenfußball drinnen, sondern es geht wirklich darum, dass die Kinder, die einfach da sind, von 9:30 vormittags bis 16 Uhr nachmittags, einfach einen Spaß an der ganzen fußballtechnischen Thematik haben mit Gleichaltrigen. Und das ist an erster Stelle der Spaß.
verbinden 7 Jahre unterschiedliche Altersklassen miteinander. Und das ist das, was eigentlich einen Fußball ausmacht. Klein mit groß, groß mit klein. Alle haben Gaudi. Am Trainingscamp gefällt mir voll gut, dass man Match spielt. Ich gehe jetzt schon das dritte Mal und die letzten 2 Male haben mir echt gut gefallen. Ich bin bei einem Trainingscamp dabei, weil ich da andere Freunde kennenlerne. Camp läuft nach Plan. Eine spezielle Herausforderung ist natürlich die Temperatur. Wir schauen, dass wir die Kinder alle wieder mal in den Schatten ein bisschen runterkühlen, auch mit Wasser. Wir haben einen Schlauch da, werden alle wieder mal angespritzt, zurück auch für Spaß. Und so kriegen wir das schon hin. Es ist eigentlich der ganze Tag immer ein Highlight. Also es ist durchaus für Abwechslung gesorgt und ist eigentlich der ganze Tag ein Spaß. Und nächste Woche auf QTV, die Sommercamp-Kinder empfangen Spieler der WSG Tirol. Der Film- und Videoclub Kufstein lädt am 8. September zu einem ganz besonderen Abend ins Kulturquartier. Die Gangster von Geroldseck. Ein Film von Alois und Fritz Achorner aus den Jahren 1960-61 erhält seine Premiere. Zusätzlich wird ein Best-of der Serie Kufstein in alten Filmen vorgeführt. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Film- und Videoclub Kufstein freut sich auf dein Kommen. Vor exakt 63 Jahren, also im August 1960, kam in den USA die erste Antibabypille auf den Markt. 2 Jahre darauf erfolgte auch in Österreich die Zulassung. In der neuen Episode von Kufstein steinalt werfen wir einen teils humoristischen Blick zurück auf die jungen Tage des populären Verhütungsmittels. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Etwas sehr bedrückt, sich rasch zum nächsten Arzt begibt. Der Doktor weiß Rat und gibt ihm ein Rezept, womit sich der Mensch in die Apotheke bewegt. Es sind Pillen, so vernimmt er die Kunde, und soll wiederkommen in einer Stunde. Arzneistoffe stehen am Regal, der Apotheker trifft seine Wahl. Er nimmt Chloriod, Hydroxyquinolin, Aloe, Fex Medicinalis und Papaverin. Um die Pillen zu drehen, fehlt nicht mehr viel. Nur noch Pillenbrett, Reibschale und Pistil. Gewicht stimmt, die Waage es zeigt, man darauf die Substanz in der Schale verreibt. Mit Glycerin angestoßen, gerührt und geknetet, damit sich der Teig vom Pistil gut abhebet.
nun wird festgerollt, man sich sehr beeilt. Denn der Strang wird herauf in 30 Stücke geteilt. Apotheker hat wirklich kein Glück, fehlt doch tatsächlich so ein Stück. Doch die Idee: Wenn eine Pille fehlt, wird einfach eine nachgedreht. Die Moral von der Geschichte: Glaube diesem Filmchen nicht. Apotheker drehen brav und fleißig gezählte Pillen, Stücker 30. Nächste Woche auf Kufstein TV. Für seine Mitarbeiter in Tirol ließ sich Porsche etwas ganz Besonderes einfallen. Eine Feier auf der Festung in Kufstein mit üppigem Rahmenprogramm. Mit dabei waren Angestellte aus allen 5 Tiroler Filialen. Im Anschluss an die Werbung gibt's unsere Eindrücke vom Mitarbeiterfest. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. We'll be right back.
Mit diesen stimmungsvollen Bildern verabschieden wir den August und freuen uns, euch im September wieder begrüßen zu dürfen. Vergesst nicht, Kufstein TV auf unseren Social Media Kanälen zu abonnieren für exklusive Inhalte und Blicke hinter die Kulissen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Von der Region für die Region.